Das Wort El Rina, welches hier als Wohlstand übersetzt worden ist, damit ist nicht gemeint Wohlstand im materiellen Sinne, Reichtum im spirituellen Sinne. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja selbst, Leis El Rina an Kathrat Al Arab, walakin El Rina Rina Nafs. Reichtum bedeutet, Reichtum ist nicht oder liegt nicht in der Hülle und Fülle von materiellen Gütern. Reichtum ist Reichtum des Geistes, der Seele. Das heißt die Unbedürftigkeit, die Bedarfslosigkeit und Unabhängigkeit. Was natürlich nicht dagegen spricht, auch materiell reich zu sein. Auch darum zu bitten, wenn es für vortreffliche, korrekte Vorhaben ist, nein.